für Android Next. Heute ist unser Terminkalender auf der IFA ein bisschen lockerer als gestern, deswegen haben wir Zeit, uns auch mal ja, ganz andere Sachen abseits der großen Hersteller anzuschauen. Und wir sind hier bei Solra, das ist eine amerikanische Firma, die sich auf Outdoor-Solar betriebene Geräte spezialisiert hat. Und ein Feature dieser Geräte ist, dass sie über die Solar- oder Kurbelbetrieb eben auch Android-Devices aufladen können. Wir schauen uns gerade mal hier ein paar Sachen an. Wir haben hier ein Gerät für Outdoor-Fans, das ist, sieht man in erster Linie, ein GPS-Empfänger-Anzeigegerät, mit dem man sich aber auch, es wurde uns gerade gezeigt, Höhenmesser und alles integriert, also für Outdoor-Fans ultimatives Gerät. Hier oben auch Karabinerhaken, kann man sich dann irgendwie anhängen. Ein Radio ist auch integriert. Und das Feature ist eben, dass hier hinten dieses riesige Solarpanel drauf ist, das das Gerät auflädt, das aber gleichzeitig dann über, wo waren die Anschlüsse jetzt? Irgendwo sind hier Anschlüsse. Da. Hier an der Seite ist so eine Abdeckung und da hat man dann eben hier ein, das ist ein Mini-USB, wenn ich es richtig sehe, aber hier auch einen normalen USB-Ausgang, über das man eben dann auch sein Android-Device aufladen kann. Das Teil kostet hier 100 Euro, ist wahrscheinlich für so ein Gerät nicht so teuer, ist jetzt als reines Aufladegerät wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, aber wer vielleicht ohnehin viel Outdoor unterwegs ist, dem könnte das was nützen. Das ist der Raptor, nennt sich das Gerät. Dann schauen wir mal weiter. Hier oben haben wir Sachen, die haben wohl, wie man hier sieht, auch alle einen Red Dot Design Award bekommen. Ist natürlich Geschmackssache. Das hier ist ein AM-Radio. Oder ein FM-Radio. Ach, ich kenne mich mit Radiowellen nicht so aus. Das ist auf jeden Fall ein Radio, ein portables Radio. Das wird nicht über Solar geladen, sondern hier über so eine Kurbel, die man dann eben dreht. Dynamo-Prinzip. Und dadurch Strom auf das Gerät kriegt. Und auch hiermit kann man dann eben, hier hinten steht es auch drauf, Phone Charger, hat man Mini-USB und USB-Anschluss, über das man dann eben auch sein Android-Device aufladen kann, theoretisch. Preise wurden mir gerade genannt, jetzt muss ich nochmal überlegen. Das war, glaube ich, bei 70. 75. Und hier haben wir noch was Kleineres, im Prinzip dasselbe, auch ein Radio. Antenne hier, hier kann man eben die Frequenz dann auswählen und das hat auch eine Kurbel, über das das Gerät selber aufgeladen wird und über das ihr eben auch den Strom für eure Android-Devices generiert, die ihr dann eben hier anschließen würdet. Das kostet 50, ne? 55. Immer 5 Euro mehr, als ich sage. Also wie gesagt, das sind die Geräte von, hier steht jetzt Eaton drauf, mir wurde gerade erklärt, das ist der Name in den USA, in Deutschland heißt das Solra, genau, da haben wir den Flyer. Genau. Okay, das sind die, die auch Design Award bekommen haben. Also, die Outdoor-Fans unter euch, die eben ein Radio, achso, LED-Taschenlampen sind da auch überall noch dabei, also sehr praktisch, wenn man dann irgendwie nachts im Zelt. Wer sowas vielleicht ohnehin braucht und nebenbei noch sein Android-Device aufladen will, der schaut bei www.solra.de vorbei und findet da eben nicht nur Outdoor-robuste, sondern auch sehr schön designte Geräte. Bis gleich, tschüss.